Ich habe die Wende erlebt als Freiheit und Unsicherheit zugleich. Das ist, glaube ich, ein besonderes Gefühl, was viele auch junge Leute in der Wendezeit erlebt haben. Ich habe gerade die 10. Klasse beendet und hatte natürlich zum Glück eine Idee, was ich eigentlich machen wollte. Und das war Erzieherin. Ich wollte unheimlich gerne etwas mit Kindern machen, hatte dafür auch einen Ausbildungsplatz. Und dann kam irgendwie in dieser ganzen Wende die Nachricht, den gibt es so nicht mehr. Man wüsste aber auch nicht so richtig, wenn man jetzt das anfängt, was es dann für einen Abschluss gibt, wie man den dann später nutzen kann. Es war ja eine Zeit, in der niemand wusste, weder die Eltern, die Lehrer noch irgendeine Beratung vor Ort, wie läuft es jetzt eigentlich? Und das war dann für mich der Grund, doch eher Abi zu machen. Und dann bin ich darüber später in der Finanzverwaltung gelandet. Und das ist eigentlich typisch für viele Frauen und Männer meiner Generation, der sogenannten Wendekinder, dass man heute etwas ganz anderes macht, als man eigentlich ursprünglich vorhatte. Also nach der Wende wäre ich natürlich nicht im Traum darauf gekommen, dass ich mal Bundesministerin für Familie bin oder dass ich überhaupt so in dem im politischen Bereich mitmische. Das war jetzt irgendwie gar nicht mein Ziel und ich habe mir das nicht so vorgenommen. Es hat sich vieles entwickelt, Schritt für Schritt. Im Grunde war es schon immer so, dass ich gerne etwas für Kinder und Jugendliche getan habe, mich sozial engagiert habe, sogar schon zu DDR-Zeiten. Das ist auch so die Philosophie aus meinem Elternhaus, dass man nicht nur darauf schaut, wie geht es im eigenen Leben gut, sondern auch, wie geht es anderen und sich unterstützt. Und mein Wunsch war, nicht in den Finanzausschuss gesteckt zu werden, nur weil ich aus dem Bereich Finanzen komme, sondern eben wieder etwas für Kinder machen zu können. Da schließt sich für mich auch so der Kreis. Eigentlich wollte ich ja auch mal Erzieherin werden. Jetzt kann ich auch was für Kinder tun in einem anderen Job. Und ja, so gab es für mich den Einstieg in die Politik. Und natürlich an so einem Tag, wo man vereidigt wird als Ministerin des ganzen Landes, hat man schon das Gefühl, wow, das wäre ja eigentlich alles durch die deutsche Einheit gar nicht möglich gewesen. Klar, die Mauer ist natürlich nicht mit 1989 gefallen, nicht? Da ist sie sozusagen sichtbar, die Grenze niedergerissen worden, aber die Vorurteile, ob berechtigt oder unberechtigt, zwischen Ost und West, die bestanden ja viele Jahre weiter. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, es gibt nicht den Tag, wo diese Mauer fällt, sondern es sind immer wieder Begegnungen mit Menschen, positiver, aber auch negativer Art, die sozusagen diese Mauern einreißen. Und wenn man mal ehrlich ist, ich weiß gar nicht, ob wir so bewusst eine Mauer zwischen Ost und West nur im Kopf hatten oder ob nicht jeder von uns eine Mauer im Kopf hat, insbesondere dann, wenn es um Dinge geht, die er vielleicht nicht so gut kennt. Also für mich ist diese Mauer zwischen Ost und West relativ schnell gefallen. Das ist vielleicht auch die Chance der jungen Generation gewesen. Im Rückblick auf die 25 Jahre finde ich es eine gute Erfahrung, in Ostdeutschland aufgewachsen zu sein, dieses System heute einschätzen und verstehen zu können und auch deshalb zu wissen, was man an unserem heutigen Gesamtdeutschland hat. Manchmal wird ja beklagt, ja, warum wird denn nach 25 Jahren überhaupt noch über Ostdeutschland und Westdeutschland gesprochen? Das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde es sogar positiv, wenn ein Land, eine Bevölkerung 40 Jahre getrennt war, kann man auch nicht erwarten, dass nach 25 Jahren alles wieder zusammen ist. Und insofern will ich eher ermuntern dazu, dass man weiter diese Betrachtung hat und dass man auch nicht nur die Generation der Zeitzeugen einbezieht, also derjenigen, die damals politisch Verantwortung trägt, sondern dass man auch den Blick auf meine Generation richtet. Damit meine ich gar nicht mich persönlich. Ich kann mich nicht über Öffentlichkeit beklagen, aber viele aus meiner Generation haben eben genau die gleiche Erfahrung gemacht wie ich, dass man schnell auf eigenen Füßen stehen musste, dass man schnell eigene Entscheidungen treffen musste. Deshalb sind darunter interessante Frauen und Männer im Bereich der Kunst, Kultur, aber auch im Bereich der Wirtschaft. Und ich finde es einfach wichtig, dass diese Generation aus Ostdeutschland auch bei dieser gesellschaftlichen und auch historischen Betrachtung eigentlich einfach auch das Wort erhebt, dass wir nicht nur diejenigen haben, die damals so aktiv waren, wie Wolfgang Thierse und Co., sondern dass auch die jüngere Generation und auch die Generation, die nach mir kommt, weiter dieses Thema auch beleuchtet.